So, meine Freunde, das ist eine Jake Roto Help Folge. Ihr wisst ja, ich habe jetzt eine Zeit lang Geld gespendet bekommen, das Geld gesammelt und jetzt sehen wir, was mit dem Geld passiert. Es war ein bisschen mehr als 2000 Euro, 2100 irgendwas gequetschte, was ich gemacht habe. Eine Schule mit Lehrer, wo die Kinder auch Essen bekommen und sogar eine Toilette, wo sie aufs Klo gehen können. Hört sich sehr simpel an, aber hier im Islam haben wir halt keine Toiletten. Zum Beispiel, und das ist halt sehr unhygienisch und wegen den Bakterien. Ja, kein Problem. Und es ist halt sehr unhygienisch. Darum haben wir auch eine Toilette gebaut und einen Brunnen. Denn ohne Wasser gibt es kein Leben. Also gehen wir mal rein in die Schule, vamos. Also Leute, nicht nur was ihr seht, wurde durch die Spendengelder finanziert, das Gebäude, die Toilette, die Schulutensilien, auch verschiedene andere Sachen wie Arztkosten, Essen, was für Tiere oder andere Notfälle. Also, das war ein ganz Gesamtpaket. Das wollte ich schon mal dazu erwähnen. Nun mal hier eine kleine Eingritsche und es geht weiter. Und guck mal. Also hier sehen wir den Namen der Schule. Escuela ist Schule und Jake Roto, das bin ich. Also wir haben hier morgens Stunden. Englisch, Mathematik, alles Mögliche. Und auch morgens und abends. Auch für Erwachsene sogar. Dann gehen wir mal rein und gucken mal hin. Also, hier haben wir die Küche, wo die Kinder kochen können. Also die Kinder, also gibt es für die Kinder Essen. Das erhält sich halt auch immer wieder, dass die Leute ein bisschen was spenden, was zu essen spenden und alle möglichen. Hier haben wir natürlich noch Sachen, wo die Kinder was lernen können. Nebenbei in Englisch. Von Anatomie zu Tieren, zu Gegenständen, Zahlen, Mathematik, Züge, alles Mögliche. Der Lehrer. Hi, how you doing, guys? Der Englisch, komm mal. No, 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 komm, amigo, komm mal. Ja, sicher, sicher. Dann haben wir hier nochmal ein paar Tabellen, wo die Kinder was lernen können. Die Tische natürlich, wo sie was Unterricht bekommen. Dann noch die wunderschöne Tafel, weil ohne Tafel geht es auf jeden Fall gar nichts. Um den Kindern das auch besser beizubringen. Wie gesagt, Mathe, alles Mögliche. Hier hinten ist ein bisschen unordentlich. Da schläft der Lehrer. Das sind die Schulhunde, die noch Schwachsinn im Kopf haben. So. Dann, was meine Idee gewesen ist. Natürlich. Der Tank fürs Wasser. Weil ja auch, obwohl wir im Amazonas sind, gibt es sehr viel Wasserknappheit manchmal. Darum gehen wir mal die Toilette angucken. Und so alles, was ihr hier seht, haben wir halt sehr, sehr spartanisch eingerichtet. Also sehen wir hier. Wie geht's aus? So. Wie gesagt, alles halt von mir und den Lehrer halt selber aufgebaut. So, was ich noch sagen wollte, was meine Idee war, dass die Kinder halt ihre eigene Schule malen. Kein Graffiti machen können, so dass die Schule halt was Eigenes von ihnen kreiert ist. Dass das von den Kindern selber kreiert ist, dass sie selber ein Teil von der Schule sind, weil sie einen Teil dazu beigetragen haben. Und dann habe ich halt ein paar Graffiti-Dinger gekauft, ein paar Sprühdosen gekauft und die haben dann losgemalt. Wie irre. Hier sehen wir noch mehr Zeug. Und noch mehr Schwachsinn. Das habe teilweise ich gebaut. Hier oben steht sogar Jake Roto. Hier mit den Reifen spielen können die Kinder spielen. Wir haben noch kleine Parks und alles Mögliche gemacht. Wie ihr seht, bei mir kommt das Geld an. Ihr seht, was mit dem Geld passiert. Ich habe halt gedacht, wollte verschiedene Projekte machen. Und dann habe ich mal gedacht, für die Zukunft, Bildung ist immer gut. Und wie gesagt, und ihr könnt mich immer weiter unterstützen, weil ich habe noch andere Projekte, wie Tieren helfen oder was mir halt in den Sinn kommt. Darum, Leute, wollt ihr sehen, wo euer Geld ankommt, könnt ihr mich unterstützen. Link ist in der Beschreibung von Jake Roto Help in PayPal. Ist eigentlich sehr einfach.
Wie gesagt, das Prinzip dahinter ist, wie ich schon mal gesagt habe, ihr schickt mir Geld, ich mache ein Video, was ich mit dem Geld mache und damit helfe ich. Ganz einfach. Und jetzt gehen wir weiter zum Brunnen. Und los geht's. Wie ihr wisst, ist Wasser Leben. Und eines der wichtigsten Elemente, die wir zum Leben brauchen, ohne das geht es halt natürlich nicht. Hier haben wir den Brunnen schon mal gebaut. Ich denke, ihr werdet auch noch ein paar Videos einbringen, wie ihr seht, wie der Bau war. Hier haben wir den Brunnen. Wo ist die Mare, der große Unsegundo? Pause. Wir trainieren gerade den Kameramann. So, das ist der Brunnen, den wir gerade gebaut haben, wo der fast fertig ist. Also, das ist nur die Basic. So in der Kamera, noch so top drin ist. So. Wie gesagt, sage ich nochmal, will nicht nerven. Jack Vado Help, PayPal. Schreibe ich hier oben in die Kommentare. Ihr könnt es nochmal lesen. Jack Vado Help, halbwegs. Habt auf jeden Fall ein ganzes Stück die Community weitergebracht. Wenn ihr sehen wollt, wenn ihr was verändern wollt, schickt mir das Geld an mir und ich mache ein Video, wie ich helfe. Vielen Dank und ich bin für den Moment erstmal raus. Und jetzt blende ich nochmal ein, was wir, also ich nochmal, für Klassen gebe und wie die Klassen hier ablaufen. Viel Spaß, Leute. Parado, está parado.